Insgesamt nach dem Spielverlauf enttäuschend, vor allem deshalb, weil wir die 3 Punkte unbedingt brauchen. Da wäre mehr möglich gewesen, definitiv. Aber vom Spielerischen her und insgesamt haben wir gesehen, dass da was in Bewegung ist momentan bei uns. Das stimmt mich optimistisch und jetzt haben wir 4 Endspiele. Ja, und da gilt es, den Kampf anzunehmen und hier oder da weiterzumachen, wo wir heute aufgehört haben. Klar, Lohbrügge ist auch nicht gerade so gut dastehen in der Tabelle. Und natürlich haben die auch ordentlich sich gewehrt. In meinen Augen hätten wir in den letzten 20 Minuten mal ein bisschen mehr Dampf machen müssen und da nochmal zuschlagen hätten können, weil da waren sie anfällig. Da kam nicht mehr viel. Aber dann nachher spielt natürlich der Kopf auch eine Rolle und vielleicht auch so ein bisschen so im Hinterblick, so ey, eine Niederlage wäre noch deutlich schlimmer als ein Unentschieden, dann nimmst du den Punkt mit. Rausziehen kann ich, dass wir auf jeden Fall uns gesteigert haben. Das ist eine Weiterentwicklung, ist zu sehen. Da müssen wir anpacken. Das Training ist momentan sehr, sehr gut. Wir sind wach, jeder ist sich der Situation bewusst. Und das, glaube ich, hat man auch auf dem Platz gesehen. Das ist ja nicht schlecht gewesen vom Spielverlauf her.